Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Robin Nostarakanakistan und heute bin ich einmal wieder als Internetarzt unterwegs. Meine Mission ist es, das Internet zu heilen und wir sehen mal, ob wir das heute vielleicht schaffen. Ich hoffe, ihr kommt drauf klar, falls man im Hintergrund meinen Ventilator hört. Ich habe gerade eben in mein Zimmer geschissen und möchte, dass meine Mitbewohner das auch riechen können. Aber kommen wir doch zum Thema. Der Haussegen auf YouTube hängt mal wieder so schief, dass ein Herr Newstime darüber berichten muss. Was ist denn passiert? Ein gewisses Apecrime TV hat Witze über ein sogenanntes Exe 95 gemacht. Ich will an dieser Stelle kein Gender assume, weil es könnte ja auch sein, dass dieser Mann hier im Bild sich als Kampfhubschrauber identifiziert. Während des Tathergangs wurden die Affen, die hier im Bild zu sehen sind, von ihren Zuschauern gefragt, mit welcher weiblichen YouTuberin sie denn schlafen würden, woraufhin gesagt wurde: Ich würde mit dieser Excels 95 schlafen. Ja, das geht natürlich gar nicht. Wenn dieser Witz ein geschichtliches Ereignis gewesen wäre, wäre es der Holocaust gewesen. Also ist kein Offense, aber am Anfang dachte ich wirklich, das ist ein Junge. Excel hat an dieser Stelle natürlich alles recht, sich über eine solche Geschmacklosigkeit aufzuregen. Lassen wir ihn doch einmal zu Wort kommen. Ich bin enttäuscht von 2,2 Millionen Menschen. Bin ich einfach nur enttäuscht, ja? Apecrime hat ein neues Video hochgeladen. Ich bin auch von dem Fakt enttäuscht, dass so viele Leute diese Affen abonniert haben. Stop making stupid people famous. Ach, wisst ihr was? Normalerweise würde ich in diesem Format immer gerne alles kommentieren und die Leute so auf den rechten Pfad führen, aber an dieser Stelle lasse ich einfach mal Excel ganz für sich alleine sprechen. Da gucken Kinder zu. Da gucken Kinder. Was sind denn das für Werte? Ich saufe on-stream Alkohol, ja? Was sind denn das für Werte? Ich möchte hier niemanden diskriminieren, ja? Du blondiertes Stück. Wie kann man solche Werte vermitteln, jemanden wegen seines Aussehens zu diskriminieren? Dem hat die Blondierung anscheinend den Anstand aus dem Hirn gezappt. Heuchler, Deutsch, Substantiv, Maskulin. Jemand, der eine Meinung oder eine Einstellung nur vortäuscht, aber nicht wirklich vertritt. Ich möchte hier niemanden diskriminieren, ja? Und dieser Fettsack mit dem Bart im Hintergrund, ja? Ich möchte hier niemanden diskriminieren, ja? Das macht dir erstmal die Schamhaare aus dem Gesicht weg, ja? Ich fühle mich mit diesem Video angegriffen. Excel 95 ist einfach der realste damals schon, heute auch noch. Die meisten Menschen haben nur Geld als Wert, Excel nicht. Bei mir gibt's wenigstens noch ein paar Werte fürs Leben. Ich saufe on-stream Alkohol, ja? Die Blondine soll mal sein Maul halten, sonst kommt die Excel-Army und fickt die tot. Herz von Excel. Stop making stupid people famous. Hier wird Cengiz diskriminiert. Herz von Excel. Muss ich diese Definition noch einmal vorlesen? Ich fühl mich menschlich gesehen, ja? Fühle ich mich mit noch so vielen anderen Menschen, die... Kannst du bitte für dich alleine sprechen? Ich hab euch immer gefeiert, Apecrime. Ich hab euch immer gefeiert, ja. Du hast sie immer gefeiert, aber weißt ihren Namen irgendwie nicht. Da habt ihr echt was gut zu machen. Wie zum Beispiel dir ganz viel Aufmerksamkeit zu spendieren. Bei mir gibt's wenigstens noch ein paar Werte fürs Leben. Sich nicht verstecken, einfach das machen, worauf man Bock hat. Ja, auf Meinungen von anderen Leuten scheißen, wenn die dir eh nur böse wollen. So wie du in diesem Video auf die Meinung von André scheißt. Aber Herr Doktor, wenn der Excel so ein Heuchler ist und diese Meinung gar nicht wirklich vertritt, warum hat er dann denn dieses Video gemacht? Gute Frage. Vielleicht deswegen. Und deswegen. Und deswegen. Nun, lieber Excel 95, ich weiß, ich kämpfe ja ein bisschen gegen Windmühlen, deren Flügel aus Chicken Wings bestehen. Aber vielleicht kannst du deine kleine Heuchelei ja etwas überdenken und zurückschrauben. Das wäre doch gut. Dann wäre dem Internet geholfen und meine Arbeit wäre nicht umsonst gewesen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles klar, das wär's dann noch langsam gewesen. An alle Fanboys, die von Excel oder von Apecrime kommen, bitte kanalisiert eure Wut doch, indem ihr bei mir auf Patreon ein bisschen Geld spendet. Das hätte Jesus auch so gewollt. Lasst mich ansonsten wissen, ob ihr mehr wollt vom Internetarzt, aber im Endeffekt ist mir eure Meinung eh scheißegal.